Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video möchte ich euch ein weiteres Buch, ja Spielrätselbuch vorstellen. Cantaloupe heißt das, ist eine Trilogie, Teil 1 und dieses Spiel stelle ich euch spoilerfrei vor. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Buchvorstellung, Spielbuchvorstellung. Und da gibt es ja eine eigene Playliste, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und das Spiel Cantaloupe von Friedemann Findeisen ist erschienen bei Lookout Spiele. Also durchaus ein sehr bekannter, sehr beliebter Verlag rund um Spiele. Und das ist Teil 1 des Buches, ein interaktives Abenteuerbuch. Teil 2 bzw. der dritte Teil, die erscheinen dann nach und nach. Das ist der erste Fall. Also wenn ihr das zum aktuellen Zeitpunkt schaut, das Video. Die anderen zwei Fälle, die wurden schon genannt. Es dauert aber eine Weile, bis die veröffentlicht werden. Deswegen schauen wir uns erst einmal den ersten Teil an, ob sich's auch überhaupt lohnt. Viele wollten das wissen, viele haben mich angefragt, angemeldet. Ich habe mir vor ein paar Wochen habe ich es mir gekauft und habe so in 3 Nachmittagen durchgespielt und jetzt kann ich euch natürlich auch ein paar Infos über das Spiel geben. Erst einmal ein paar allgemeine Infos. Cantaloupe, Einbruch in den Knast. Ist also in dem Fall vom Thema schon ein bisschen verrückt. Es hat unterschiedliche Handlungsstränge, das Spiel, und ist angegeben ab 16 Jahre. Ja, liegt es jetzt an der Schwierigkeit, an den Witzen, am Text, an der Geschichte? Es sind teilweise schon ein paar, ein paar Witze, ein paar Bereiche dann hinterlegt, wo vielleicht jetzt nicht unbedingt jugendfrei sind und deswegen wahrscheinlich auch die Altersangabe ab 16, weil allzu schwer, wenn man das System kapiert hat, ist es wirklich nicht. Aber 16 Jahre ist dann doch eher diesen Texten, diesen Wörtern, die teilweise hier vorgekommen, geschuldet. Ein Mitmach-Thriller ab 16 Jahre, Rätsel alleine oder mit Freunden. Ich habe es alleine gespielt und ich bin hier schon ein bisschen im Fazit parallel. Wundert euch also nicht, bevor ich da ein paar Infos dann gebe zu dem Spiel. Es macht für mich auch wenig Sinn, das mit mehr Personen zu spielen. Klar, man kann agieren, sich gegenseitig die Texte vorlesen, die Rollen übernehmen. Da sind ja auch verschiedene, ja in dem Fall Austauschmöglichkeiten hinterlegt, wo man miteinander spricht, wo der ein oder andere die oder die andere Rolle übernehmen kann, aber letztendlich ist für mich dann doch ein Spiel, wo man eher alleine spielt. 5 bis 8 Stunden ist angegeben. Ja, da liege ich ja wirklich ganz gut mit deinen 3 Nachmittagen, wo ich da gespielt habe. Es kann auch zwischengespeichert werden, das ist möglich. Das ist wie im Buch auch. Wenn ihr da euch ein paar Sachen notiert habt, dann könnt ihr es zum späteren Zeitpunkt auch weiterspielen. Aber da ich es ja so an 3 Nachmittagen hintereinander gespielt habe, da war es jetzt kein Problem, zwischenzuspeichern. Da habe ich dann einfach am nächsten Tag dann weiter gespielt bzw. gelesen. Und hier seht ihr das Buch. Ihr seht auch hier noch ein paar Karten. Ich habe alles wieder zurückgesetzt. Das ist auf jeden Fall möglich. Das Einzige, was letztendlich, und dann kommen wir auch zum Inhalt, was man beschriften wird in diesem Spiel, ist dieser Bogen. Diese Tabelle mit A1 bis K9, das habe ich mal einfach kopiert, weil hier werden gewisse Bereiche immer angemarkt und wenn ihr das Gefühl, in dem Fall markiert habt und findet Textstellen in dem Buch, wo es dann halt, hast du es markiert, dann machst du das und das, dann schaut man immer hier auf der Tabelle danach, aber das ist das Einzige. Also wenn ihr das Buch dann je nachdem weitergeben wollt, dann kopiert euch das oder schreibt es einfach auf den Zettel. Ihr müsst es nicht kopieren, ihr macht euch einfach so eine Tabelle. Was steckt denn noch in diesem Buch? Dann schlagen wir es einfach mal auf, ohne jetzt allzu viel zu verraten. Ich habe das Ganze wieder zurückgesetzt. Hier sind verschiedene Karten drin. Die lasse ich auch alle schön drin, weil ich euch nichts spoilern will. Ihr holt allerdings die Karten raus. Lupe bzw. Mobiltelefon, die werden am Anfang benötigt. Mit diesen 2 Karten startet ihr. Ihr habt dann hier noch die Postkarte von Cantaloupe. Ihr wollt ja ins Gefängnis, eine von verschiedenen Handlungssträngen, die ihr jetzt habt in diesem Spielebuch. Und hier habt ihr auch nochmal eine Übersichtskarte und nebenbei habt ihr oder nebendran habt ihr auch das Inventar. Weil letztendlich handelt es sich ja bei diesem Spiel um ein Point-and-Click-Adventure, wie man es kennt von Day of Tentacle, Maniac Mansion, Indiana Jones, Baphomets Fluch und ich glaube, das bekannteste bei mir, das beliebteste damals,
C64-Zeit, Amiga 500-Zeit, Monkey Island, immer mit dem ständigen Wechseln der Disketten, wenn sich der eine oder andere noch erinnert. Das war richtig cool, das hat Spaß gemacht und da geht man auf Entdeckungsreise. Das heißt, wer das jetzt als Point and Click kennt, am PC, am Amiga, je nachdem, oder der weiß ja, man bewegt sich mit seiner Person in verschiedene, ja, zu verschiedenen Gegenden, verschiedene Orte, entdeckt da, sammelt Gegenstände ein, versucht mit Personen zu agieren, mit denen zu sprechen, eine Story, denen was zu geben, weitere Gegenstände zu bekommen, Gegenstände miteinander zu verknüpfen. Genau das wird auch in diesem Buch gemacht. Das heißt, am Anfang habt ihr quasi nur das Mobiltelefon und die Lupe. Ihr bekommt aber, je nachdem, was ihr macht oder was ihr euch freischaltet, deswegen auch das Inventar, weitere Gegenstände und nehmt euch dann die jeweiligen Karten. Also vom Spielprinzip gar nicht mal so schwer. Und wenn man das jetzt uns anschaut, und ich habe wirklich Acht gegeben beim Lesen, bei Büchern bin ich ja und bei Spielen auch, da achte ich ja wirklich genau drauf. Hier habt ihr jetzt erst einmal die Anleitung. Und die fällt aus meiner Sicht, und wie gesagt, ich bin hier schon parallel ein bisschen im Fazit drin, recht umfangreich aus, weil letztendlich auf 8-10 Seiten wird euch das Spiel erklärt und da muss man, Spielbuch erklärt, und da muss man schon viel lesen. Ihr braucht auf jeden Fall immer so einen Rotmarker, damit ihr die Schrift dann lesen könnt, weil hier sind in dem Fall immer Geheimnisse drunter. Da müsst ihr wirklich schauen, wie ihr es dann platziert, damit ihr es nicht auf andere Bereiche noch drüber legt. Das ist nicht so gut gelöst, da hätte man wenigstens ein paar Absätze reinmachen müssen. Aber ansonsten bekommt ihr immer Hinweise. Aber wie funktioniert denn überhaupt dieses Spiel und dieses System? Es funktioniert auf unterschiedliche Weise, weil wenn ihr hier in dem Fall Karte miteinander kombiniert, man sieht es jetzt hier in diesem Bereich, dann bekommt ihr hier durch die Pfeile ein I3 und ein P5 angegeben. Und jetzt müsst ihr einfach zu der jeweiligen Stelle dann gehen, die hier hinterlegt ist, und nimmt dann diese Folie, legt die dann drüber und dann bekommt ihr weitere Infos. Je nachdem, wie weit ihr seid, welche Gegenstände ihr nutzt, kommt ihr natürlich in diesem Spiel, in diesen Rätseln kann man ja schon ein bisschen sagen, kommt ihr auf jeden Fall weiter. Das heißt, ihr agiert mit den Karten. Abhängig natürlich, wenn ihr Karten miteinander kombiniert, hängt es auch von der Zahl ab, die niedrige bzw. die höhere Zahl, wie ihr sie anlegt, bzw. legt ihr sie, und das werdet ihr auch gleich sehen, weil die erste Seite zeige ich euch, ohne jetzt euch Hinweise zu geben, legt ihr sie an und gerade mit der Lupe untersucht ihr natürlich viele Bereiche. Das heißt, ihr lest es durch, geht die einzelnen Beispiele dann durch. Das ist auch ganz teilweise ganz witzig gemacht, weil wenn man auf einen falschen Hinweis geht, dann wird einem nochmal klar gemacht, Mensch, du musst das doch so und so machen. Das habe ich doch gerade oben erwähnt. Also die Art und Weise, wie man an das Spiel, an das Buch herangeführt ist, das ist schon mal witzig gemacht. Und so geht das dann weiter. Das heißt, in vielen Beispielen wird man da angeleitet, auch hier mit so einem System, wie man die Karten anlegt und wie man auf die Lösungen kommt. So, und dann würde ich sagen, nach diesem Run, ihr merkt, das sind schon einige Seiten, die man hier jetzt lesen muss. Dann gibt es hier ja so eine Konversation, um an die Geschichte herangeführt zu werden. Und dann wird es auch endlich Zeit, und ich habe wirklich sehr vorsichtig gespielt, ihr merkt sehr, dass man auf der ersten Seite angelenkt ist. Und dann nimmt man quasi die Karte, legt die an und versucht in dem Fall den Ort ein bisschen genauer zu entdecken. Und dann schaut er hier auf der anderen Seite und je nachdem, was ihr entdeckt habt, dann legt er die Folie dann drauf und kommt dann quasi in diesem Spiel voran. Ja, oftmals bei solchen Spielen, ich denke gern immer, ich habe es ja vorhin gesagt, ein Lieblingsbeispiel Monkey Island, weiß man einfach nicht weiter. Da war man doch schon überall, man war an diesem Ort, es gibt hier natürlich verschiedene Orte, da möchte ich euch jetzt aber nichts spoilern, verschiedene Orte, wo man denn hinreist, wo man Gegenstände nutzt und irgendwie denkt man, da war ich doch schon, ich habe doch da alles schon gesehen, was fehlt denn mir noch da? Und gerade wenn ich viele Gegenstände habe, dann nehme ich natürlich die Gegenstände, verknüpfe die miteinander, aber irgendwann weiß ich vielleicht auch nicht weiter. Und dann schaut man einfach in den hinteren Bereich und hier werden auch die beiden Bereiche dann angegeben. Das heißt Einbruch in den Knast und die Frau in Rot, also zwei Handlungsstränge. Und hier bekommt man auch Tipps, wenn man gesagt hat, ach,
wo ist denn das, lies das. Und da bekomme ich auf jeden Fall einen Tipp, Tipp 1, Tipp 2 und eine Lösung angezeigt. Aber auch hier ein bisschen schlecht gelöst, weil letztendlich, wenn ich das drauflege, dann ziehe ich teilweise schon den Tipp oder in dem Fall die Lösung, weil einfach die Absätze fehlen. Ich lies also je nach Bereich auch ein bisschen mehr, was ich eigentlich gar nicht lesen wollte, oder ich bekomme einen Hinweis zum unteren Bereich. Also da müsst ihr vorsichtig schauen, dass ihr quasi nicht zu viel liest. Da ist er immer schaut, wo endet, wo fängt die Zeile an und wo endet die Zeile. Und so kommt ihr quasi in dem Hilfesystem voran und ja, schlängelt euch durch die Story. Und da möchte ich natürlich nicht allzu viel dann auch verraten. Und damit bin ich ja quasi schon weiterhin im Fazit, ein paar abschließende Worte, was diesen Bereich angeht. Und ich kann nachvollziehen, und ich war am Anfang auch positiv angetan von der Idee, wie man sowas umsetzt als Buch, das ich vor mir spielen kann. Und das ist schon verrückt, wenn die Kinder dann zugeschaut haben und gesagt, was machst denn du jetzt wieder mit dem Filter und mit diesen Gegenständen, weil ich immer wieder mit Gegenständen harmoniert oder hantiert habe, harmoniert nicht unbedingt, aber hantiert habe, damit das passt. Es hat aber auch teilweise wirklich genervt. Also es gab wirklich Punkte, wo ich sage, boah, jetzt nervt mich, jetzt schaue ich dann wirklich in der Lösung nach, das war's nicht, das war's nicht, jetzt kombinieren wir mal das und das. Das kam oft vor und das war ziemlich nervig. Da ist es dann doch angenehmer, wenn man mit mal seinem Mauszeiger einfach draufklickt, hier rüberläuft und dann wird das und das einfach erforscht und das gemacht. Das ist natürlich, wenn man am PC sitzt, ist natürlich einfacher. Wenn man viele Karten vor sich liegen hat und weiß nicht, was man machen muss, dann ist natürlich ein bisschen ja eine Probiererei. Und das hat mich dann teilweise, kann man auch wirklich sagen, ich habe mir es auch ein bisschen notiert, schon ein bisschen gestört. Es wird also viel probiert, viel wiederholt, immer wieder wiederholt. Und ja, die Hilfetipps, die waren manchmal ja durchaus schlüssig. Manchmal dachte ich aber, hä? Wo muss ich da hin? Da war ich noch gar nicht. Okay, da muss ich jetzt da nochmal hingehen. Also teilweise hat es mich dann auch wirklich verwirrt. Und ich war zwischenzeitlich auch oftmals an dem Punkt, weil ich, dass ich wirklich genervt war, dass ich gedacht habe, jetzt höre ich dann auf. Also dann mache ich es lieber am PC und habe mehr Spaß, anstatt mich hier durch das Buch teilweise ein bisschen zu quälen. Also war dann schon ein bisschen genervt. Insbesondere, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass man praktisch auch hier teilweise, wenn ich es da lese, kann ich auch ein bisschen die Schrift lesen, nicht alles, aber ohne jetzt es draufzulegen, kann man es ein bisschen erkennen. Manchmal ist gut gemacht, manchmal ist es aber auch ein bisschen lesbar. Und gerade wenn man hier diesen Filter hat, ist eine coole Idee. Aber wenn ich zu viel lese, ist es auch nervig. Und das war bei einzelnen Stellen auch der Fall, dass ich wirklich Hinweise bekommen habe, die ich eigentlich nicht lesen wollte. Und das hat mich auch wirklich gestört an diesem Spiel. Es ist ein Spiel und ich passe ja sowieso auf bei Spielen in dem Fall, aber auch bei Büchern, gerade jetzt auch bei anderen Büchern, dann wird das alles separat notiert, dass ich es auch je nachdem dann wieder weitergeben kann oder die Silke kann es dann in dem Fall dann spielen, sofern sie dann Lust hat, abhängig vom Spiel. Und deswegen das einzige Element ist wirklich gut gemacht, das ist dieses Blatt, diese Postkarte und das habe ich mir einfach separat notiert bzw. kopiert und dann kann man einfach die Kreuzchen setzen und dann kommt man aber auf jeden Fall weiter. Das ist auch eine Möglichkeit. Was mich ein bisschen gestört hat, da habe ich auch aufgepasst, die Qualität, ich weiß gar nicht, was das für Papierqualität dann ist, fühlt sich, ich weiß nicht, ein bisschen komisch an. Von anderen Büchern kenne ich es anders. Ja, ein bisschen ungewohnt. Ich weiß gar nicht, wer sich da ein bisschen näher auskennt, der darf es gerne in die Kommentare schreiben oder ob ich da jetzt ein bisschen zu hoch das Ganze dann ziehe. Aber ich fand es etwas vom Handling ein bisschen unangenehm. Altersangabe ist da ab 16 und da muss ich schon schauen, es sind teilweise ein paar Aussagen hier hinterlegt, die natürlich nicht unbedingt jugendfrei sind und deswegen hat man hier ab 16 Jahre gewählt, aus meiner Sicht, weil teilweise, wenn das jetzt der Elias spielen würde, er hat ja mitgeschaut und hat gedacht, cool, wo ich aber das ein oder andere gelesen habe, da habe ich gedacht, wenn es der Elias sieht, dann fragt er nur, Papa, habe ich nicht verstanden, was ist denn damit gemeint? Deswegen auch die Altersangabe ab 16 Jahre. Ansonsten, ich denke, das meiste, ich schaue hier nochmal ein bisschen drauf, was ich mir notiert habe, das meiste habe ich notiert, aber letztendlich ist es ein Buch, ein Spielebuch, was mich nicht überzeugt hat. Ich habe ja gesagt, ich war zwischenzeitlich öfters mal an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ey, ich höre auf, bin einfach nur genervt. Ihr braucht ja auch den Platz. Am Anfang habe ich das draußen gelesen, schöne Sonne, kleiner Tisch und habe das gelesen. Irgendwann habe ich gemerkt, ja, wenn ich die ganzen Karten noch brauche, dann fliegen sie noch weg. Ich brauche hier mehr Platz und letztendlich war ich dann hier unten im Spielkeller und habe das dann hier unten am Tisch dann weitergeschrieben.
gespielt, weil hier konnte ich quasi alles auslegen. Ich konnte blättern, ich konnte das Inventar auf die Seite legen. Ihr braucht dann auch schon den entsprechenden Platz, weil ich wollte es dann auch weiter bzw. auch zu Ende spielen. Aber vollends überzeugt war ich nicht. Ich habe dann doch mehr in die Tipps dann teilweise geschaut, als mir es lieb war, weil ich an manchen Stellen einfach genervt war. Und bevor ich aufhöre und ich habe keine Lust gehabt, mir hier eine halbe Stunde hin und her zu blättern und schauen, wo ich das mache, da habe ich es mir ein bisschen einfach getan. Kann man jetzt durchaus sagen, aber wenn ich ein paar Mal am Punkt war, wo ich genervt war, dann ging es einfach nicht anders. Ich hätte es auch können abbrechen. Aber ich wollte es an dieser Stelle erwähnen. Wenn es euch ähnlich oder anders ging, bitte schreibt es in die Kommentare rein. Viele haben sich auch das Video gewünscht, aber letztendlich hat es mich nicht überzeugt. Das hat mich nicht gepackt und ich werde auch mit Sicherheit nicht Teil 2 und Teil 3 anfassen, durchspielen und lesen. Vielleicht sind die ein bisschen anders aufgebaut. Das Spielprinzip mit dem Point-and-Click ist aber weiterhin. Das wird bestehen bleiben. Aber ich wiederhole es nochmal, mit der Art und Weise, wie ich das spiele, hat es mich dann eher gestört und frustriert, weil einfach das Handling, das ist ungewohnt, ganz klar, aber es hat mich wirklich nicht begeistert. Da setze ich mich dann wirklich an den Rechner und spiele dann dort so ein Spiel durch. Ich glaube und ich bin mir sicher aus der Vergangenheit, da habe ich dann doch etwas mehr Spaß. Also insgesamt, ja, keine Empfehlung, aus meiner Sicht keine Empfehlung, was dieses Spielebuch angeht. Da gab es schon andere Bücher, die ich empfohlen habe. Wenn ihr trotzdem neugierig seid, euch es holen wollt oder weitere Produkte, dann gerne über die unten genannten Links. Aber aus meiner Sicht ist es keine Empfehlung. Wie gesagt, die Silke ist dran. Ich weiß, die ist auch schon an der einen oder anderen Stelle genervt. Wo ist genervt? Mal schauen, ob sie es dann komplett dann durchzieht. Es waren 3 Nachmittage. Es war jetzt keine Zeitvergeudung, gerade weil ich ja auch ein bisschen gespickt habe, was die einzelnen Tipps dann angeht. Aber es war kein System, wo ich sage, mit dem komme ich klar und mit dem habe ich meinen Spaß. Das war's zu diesem Spielebuch. Wieder ein weiteres Buch der Reihe. Ich habe viel erwartet, gerade weil mich auch viele angeschrieben haben und viele gesagt haben, Jörg, schau es dir mal an. Ich war letztendlich dann doch eher enttäuscht. Und ich glaube, bevor ich mich 100-mal wiederhole, beschließe ich das Ganze. Ich freue mich auf eure Meinungen in den Kommentaren, ob ihr es ähnlich seht oder ob ihr es komplett anders seht. Aber eine Empfehlung ist es für mich nicht. Das war's von meiner Seite. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.